Ich habe ja gesagt, dass ich es nicht geschafft habe, alles nachzuschreiben, mache ich einfach eine kurze Zusammenfassung von meinem LA-Wochenende, was ja schon war, vom 22. bis 25. Den Freitag habe ich ja noch geschrieben, was da los war. Und dass wir dann, ja, dass ich dann um Samstagmorgens um 2 aufstehen musste, mich fertig machen. Dann vom Tommy abgeholt worden bin, wir die anderen Mädels eingesammelt haben. Dann ging es los auf große Reise. Wir sind dann durchgefahren nach LA, haben dann unterwegs angehalten und die Plätze getauscht, weil Tommy müde wurde. Dann bin ich eine Stunde gefahren. Da mussten wir runter vom Highway, weil wir tanken mussten und sind auch alle wieder wach geworden. Und Tommy war dann, hat sich dann wieder fit gefühlt nach einer Stunde und meinte dann, oder anderthalb Stunden, meinte er, würde dann jetzt wieder fahren. Naja, dann waren wir bald angekommen in LA und dann haben wir überlegt, fangen wir an. Dann sind wir jetzt erst zum Hollywood Sign gefahren. Da gibt es verschiedene Adressen. Ich habe halt eine rausgesucht, die Argon und ich rausgesucht haben. Und dann, ja. Weil die halt ziemlich nah, also man kann sehr schöne Bilder machen von dem Platz aus, wo wir waren. Seht ihr auch unten auf meinem Blog. ja, war halt sehr schön. Dann sind wir weitergefahren. Jetzt kann ich wieder hingefahren. Ich weiß die Reihenfolge gar nicht mehr. Ich glaube, dann sind wir auch schon nach Beverly Hills gefahren. Nein, wir sind in die Universal City gefahren. In die Universal Studios kennt ihr ja, ist ein Freizeitpark, wo auch verschiedene Filmattraktionen gibt und so. Wie zum Beispiel vom Jurassic Park, kannst du selber so eine Jurassic Park Tour machen und sowas alles. Also total cool. Aber wir sind nicht in den Freizeitpark gegangen, sondern nur in diese kleine City. Also die haben so eine kleine Stadt aufgebaut, wo es halt verschiedene Läden gibt und so. Ist richtig schön. Dann sind wir von da aus nach Beverly Hills gefahren, haben uns in Beverly Hills angeguckt, sind dann über den Rodeo Drive gefahren, das ist eine der teuersten Einkaufsstraßen der Welt. Also wir sind halt rüber gefahren, du kannst halt sehen, wer ein Tourist ist und wer da wohnt. wir sind dann weitergefahren zur Walk of Fame. Habe ich mir ganz mega drauf gefreut schon. Ich habe mir schon vorher zu Hause rausgesucht, welche Sterne ich unbedingt sehen will. Ich hatte mich hinterher ärgert, dass ich die nicht gesehen habe oder so. Und dann haben wir da geparkt, war auch ziemlich günstig eigentlich. Die haben sogar, wir mussten aufsteigen, die haben das Auto für uns geparkt. Voll cool. Und dann sind wir rausgegangen von dem Parkplatzgelände und den ersten Stern, den wir gefunden haben, war mein Wunschstern, der mir am wichtigsten war, von James Dean. Habe ich mich mega gefreut drüber. Da sind wir halt im Walk of Fame hochgelaufen und dann wieder runtergelaufen, also auf beiden Straßenseiten, dass wir halt alle Sterne soweit gesehen haben. Haben dann zwischendurch was gegessen, Souvenirs gekauft. Ich fand Hollywood jetzt nicht ganz so schön, war halt schön alles zu sehen und da gibt es auch so eine Hälfte auf dem Walk of Fame, die ist richtig schön, aber die andere Hälfte weiter unten, die ist nicht so schön. Naja. Noch ein paar Sterne gesucht und verschiedene Sachen gesehen, wie Movie Theater, Chinese Theater. Das so, ich glaube, ja. Und dann, ja. Dann sind wir noch zum Strand gefahren. Zum Santa Monica. Nach Santa Monica. Richtig schönes Pier. Wir waren dann auch am Riesenrad drauf, haben wir beschlossen, dass wir ein Riesenrad machen. Das war einmal, was gefahren sind. Und das war auch das Beste, was wir machen konnten. Hatten eine richtig schöne Aussicht. War ein Sonnenuntergang. Die Sonne war dabei runterzugehen. Wir waren auf dem Riesenrad. So eine schöne Aussicht über den Strand. Und so Santa Monica war einfach richtig schön. Fotos. Und dann, ja, dann haben wir ja beschlossen, dann wurde es kalt, waren auch am Meer und so wurde dann kalt. Und ich war ja seit 2 Uhr durchgehend wach als Einzige. Und dann haben wir beschlossen, okay, dann fahren wir nach Anaheim. Anaheim ist nochmal eine Stunde von LA entfernt, circa. Weil wir sonst noch Disneyland wollten. Und wir wollten halt da an Disneyland sein, dass wir halt morgens, wenn wir halt früh losfahren, nicht so eine lange Anfahrt haben und dass wir auch abends keine lange Rückfahrt haben. Weil meine eh kaputt ist nach dem Freizeitpark. Denise hat dann ein wunderbares Motel gefunden, was 5 Fahrminuten von Disneyland entfernt ist. Aber weil mein Motel ja auch so perfekt war, konnten wir auch da direkt unsere Disneyland-Karten kaufen den nächsten Tag und hatten einen persönlichen Shuttle-Service. Wurden dann also morgens um zur Öffnungszeitraum abgeholt. Um 9, ja. Ich glaube 9, 9:15 Uhr, irgendwie sowas. Wurden wir dann abgeholt vom Shuttle, haben unsere Karten bekommen,
konnten dann Disneyland direkt reinmarschieren und dann waren wir in Disneyland. Ja, ist echt so. Also das, in Disneyland ist einfach alles andere. Das ist echt so, du betrittst eine andere Welt, Kindheitswelt, du siehst so viele Dinge. Du bist, ich weiß nicht, wir haben uns erst Sonne Tag gesehen, auch Fotos gemacht und ist einfach Wahnsinn. War ja schon Disney World. Disney World fand ich ja nochmal eine Nummer schärfer. Aber Disney, wir haben einfach so viel gemacht an dem Tag auch. So viel gefahren und also verschiedene Attraktionen mitgemacht und so. Ja, schon richtig gut. Dann, da gibt es so viel zu tun und zu sehen und keine Ahnung, ganz toll gemacht. Dann waren wir auch, das fand ich ganz cool. Du kannst da ja, das ist anders als andere Freizeitparks. Und zwar hat jeder die Möglichkeit, so ein Fastpass-Ticket zu ziehen. Das heißt, gehst hin, tust deine Eintrittskarte in den Automat, gehst die Eintrittskarte wieder und so ein Fastpass-Ticket. Das heißt, dass du nicht in der Schlange warten musst, sondern eine Stunde später wiederkommen kannst und eine andere Seite reingehen kannst. Und dann musst du halt nicht anstehen in Zeit. Wir haben dann immer in der Wartezeit, haben wir uns immer irgendwo anders angestellt, um da zu fahren. Haben wir geguckt, wie lange die Wartezeit ist. Okay, 30 Minuten. Dann fahren wir hier die Achterbahn. Wenn wir fertig sind, können wir zurück zu dem Standpunkt und können dann da unser Fastpass-Ticket einlösen. War echt praktisch. Dann hatten wir das Fastpass-Ticket für eine Achterbahn im Dunkeln. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Aber es war eine Achterbahn im Dunkeln, die war richtig cool. Und wir haben das Ticket geholt. Normalerweise ist es immer eine Stunde später gültig. Und das war, wir haben schon 4 geholt und das war erst, konnten wir erst einlösen zwischen 8 und 9. Und wir so, was? Warum das denn? Dann haben wir herausgefunden, dass die Attraktion den ganzen Tag geschlossen war. Wir mit unserem Fastpass-Ticket ankamen, dahin wollten. War dann eine mega lange Schlange und wir so, oh Gott sei Dank, kann man die Tickets, ne, für die andere Seite nehmen. Dann haben wir uns die Schlange angeguckt auf der anderen Seite und die war länger. Da standen bestimmt 200 Leute an. Und sind beide so auf gleicher Ebene, die Fastpass-Ticket-Schlange und die normale Schlange. Und wir standen dann so da vorne, so dazwischen, und so, weil wir die Schilder lesen wollten. Wir so, hä, man ist immer noch geschlossen, ne? Wir sagten, oh Scheiße, ne. So ist das denn wichtig zu fahren, ne? Ich kenne das ja jetzt nicht. Dann meinten die anderen, er meinte, Tommy, ja, der kennt das noch, das ist richtig gut, der war da mal vor 16 Jahren oder so. Er meinte, das ist auf jeden Fall gut, sein Nachbar im Dunkeln ist ja, dann müssen wir halt ja machen, ne? Und in dem Moment kam jemand und hat gesagt, ach, der Bahn ist jetzt offen. Und hat aufgemacht und wir haben uns nur angeguckt und wir standen ganz vorne in der Schlange, aber nicht angestellt. Und als die Menge reingerutscht ist, so in den Eingang, sind wir mit reingerutscht. Und wir haben uns ein bisschen schlecht gefühlt. Aber ich habe gesagt, es ist Karma, weil ich habe zum Beispiel auch den ganzen Tag in der Schlange standen und Kinder vor der hinter mir standen, habe ich mich mit den Kindern unterhalten, wie Disneyland finden, ob die schon ihre Prinzessinnen gesehen haben, weil die hatten immer so Prinzessinnen-T-Shirts an und so. Und so, ach, hast du die schon gesehen? Wie findest du, hast du die schon gesehen? Und so. Und ich habe gesagt, das ist Karma, weil ich so nett war, die ganze Zeit in der Schlange mit Kindern gesprochen habe, um die Wartezeit zu verkürzen, dürfen wir jetzt hier mit vor. Aber die Kim hat sich immer noch schlecht gefühlt dabei. Ich habe auch gesagt, ich habe auch ein bisschen Schiss. Dass so von wegen Karma mich das Ding war den ganzen Tag geschlossen, dann schmuggeln wir uns damit in die Schlange rein. Und dann stehst du dann am. Ja, dann stehst die Achterbahn ab. Da habe ich auch so Schiss gehabt, weil man saß mal drinnen und war auch zu spät. Und das war einfach so cool, die Fahrt. Richtig Spaß gemacht. Ja. Dann, ja, haben wir ganz viele andere Kinderfahrten auch gemacht und so. Wir hatten echt mega Spaß an dem Tag. Wir haben mir Öhrchen gekauft für die Ada auch. Dann, nachdem wir uns in die reingeschmuggelte Fahrt da reingeschmuggelt haben, war schon fast Zeit fürs Feuerwerk. Und dann haben wir endlich mal so ein schönes Feuerwerk in Disneyland gesehen. Am Schloss und so. Es war oh, richtig schön. Nur das Traurige war, mein Akku war schon tot und meine Kamera macht nicht so gute Bilder, aber ich habe mir angepisst, dass die Bilder nicht so gut geworden sind. Aber ja. Ich hab's. In Erinnerung, war wunderschön. Dann abends wollten wir nochmal uns Fastpass-Tickets holen, also nach dem Feuerwerk. Für die Achterbahn im Dunkeln. Da war das Ding schon wieder geschlossen. Wir sagten, gibt's doch gar nicht, ne? Dann sind wir gerade rausgelaufen, haben uns draußen hingesetzt, weil wir ein bisschen Pause machen wollten, wir schnaufen, dann wollten wir nach Hause. War ja schon irgendwie 10:30 oder so. Dann kam einer raus und meinte, ist offen, ihr könnt rein. Dann sind ganz viele reingerannt, haben uns so anguckt, so. Wir sind schon gefahren, andere noch gar nicht. Wir sind schneller. Dann sind wir auch schnell reingerannt. Und ja, da sind wir nochmal gefahren. Ja. Und dann haben wir dann danach einen Shuttle angerufen, wurden wir abgeholt. Und dann ging es nach Hause, zum Hotel, zum Motel.
Da waren wir auch aber alle so K.O. Eigentlich wollten wir uns noch was holen, so zu futtern und so, wir waren einfach alle zu müde und gedacht, scheiß drauf. Dann Montagmorgen sind wir halt gegen 10 los. Ich glaube gegen, ja, haben dann noch was zum Schnuppen geholt, also so ein bisschen frühstückmäßig was. Und sind dann, wollten dann Richtung nach Hause fahren, aber haben wir halt beschlossen, dass wir einen Zwischenstopp machen bei Six Flags. Das war auch in L.A. Haben wir auf dem Hinweg gesehen, weil das mega cool aus nach den ganzen Achterbahnen. Das haben wir dann auch noch mitgenommen. Weil, wie gesagt, wir haben Geld gespart bei Disneyland, weil wir doch nur einen Park gemacht haben. Und dann nehmen wir die anderen $50, die wir gespart haben für die Six Flags. Das ist eigentlich 70, aber wir hatten halt $20 Coupons. Also haben wir nur 50 bezahlt. Okay, dann machen wir das, ne? Hatte ich mega Spaß, war Montag, wir mussten kaum anstehen. Wir hatten 13 Achterbahnfahrten in 6 Stunden. Für Freizeitpark, Six Flags, finde ich das mega. Ich glaube, besser geht gar nicht. ja, ich war mega happy. Hat richtig viel Spaß. Ich habe 10 oder 11. Ach, ist auch egal jetzt. War richtig gut, richtig geile Fahrten dabei gehabt. Na, boah. So, dann hieß irgendwie, da haben sich die Sitze halt die ganze Zeit gedreht. Nicht die ganze Zeit, aber immer halt so gedreht. Und die Achterbahn selber ist auch gefahren. Und du saßt da halt so hängen und die haben sich dann halt gedreht. War total cool. Und dann hatten wir noch ganz wenig auf diese Achterbahn, die halt so mit 100 km/h so hochgeschossen wird und da wieder runter fährt. Die haben wir auch cool. Wir haben eine Achterbahn gemacht, drei Wasserbahnen gemacht. Nur Essen in Freizeitparks ist so teuer. Naja. Dann sind wir dann, hat der Park um 6 zugemacht und wir sind dann auch Richtung nach Hause gefahren. Haben dann, waren dann auch, ja, ganz im Auto, dann haben so Ratespiele gemacht und so. Und waren dann, glaube ich, gegen 11:30, haben wir dann die erste abgesetzt. 11:45 rum. Ja. Ich hatte vorher eine Gastmutter geschrieben, wenn sie später nach Hause kommt, das okay ist, wenn wir noch einen Park machen wollen. Die so, ja klar, mach das. Ja, war auf jeden Fall mega. Hatten sehr viel Spaß das Wochenende. Viel gesehen, viel erlebt, viel zu verarbeiten in so kurzer Zeit. Das Video kommt spät. Ich dachte nämlich, dass ich dieses Wochenende dann jetzt ein Wochenende später die Fotos habe, weil Aga hat ganz viele Fotos montiert. So eine Professional Spiegelreflexkamera hat richtig geile Bilder gemacht. Richtig viele Momentaufnahmen und so. Und ich habe die Karte immer noch nicht, aber ich werde ja nicht warten lassen. Deswegen hier schon mal mein Video vom Wochenende mit, ich kriege ein paar Bilder, die ich auf meinem Handy habe und die ich auf meiner Kamera habe. Und wenn ich Agas Bilder habe, die kommen einfach später nochmal separat dazu. Werde euch dann Bescheid sagen, dass ihr die nicht verpasst, weil es sind echt schöne geworden. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Jetzt kann ich nämlich die Ohren wieder haben. Und ja, am Samstag, in ein paar Tagen, gibt es sowieso wieder ein neues Video. Okay, Leute. LA. Okay, wie macht man so? muss man gesehen haben, muss man gemacht haben. Werde ich nochmal machen. Aber, ja. That's it. Okay.